auf Midwest Speedfest und GDQ machen. Die werden jetzt auch ihr Runner nach Informationen über den Run befragen. Okay. Apropos Run? Run ja, ist. Ich sehe es, ich bin raus. Bis dann. Ciao. Alles klar, bis dann. Oder bis gleich vielmehr, ne? Glaube ich. So, ja, Ninja Gaiden, absoluter Klassiker in der Speedrun-Szene. Auch ein NES-Klassiker allgemein, jetzt unabhängig von Speedruns. Und interessanterweise so ziemlich das erste Spiel, oder zumindest das erste wirklich bekannte Spiel, das Cutscenes hatte. Weiß echt? Halt auch niemand so wirklich. Ja, ja. Zu der Zeit sind Cutscenes halt alles andere als normal gewesen. Ja, wir spielen Ryu, oh Gott, Hayabusa, kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Hayabusa, könnte sein. Ich vergesse den Nachnamen immer. Auf alle Fälle ist das die Pacifist-Kategorie, das heißt, wir dürfen keine Gegner töten, keinen normalen. Die Bosse müssen wir natürlich töten, geht nicht anders. Ja, aber das heißt, dass wir hier nochmal ein paar andere Strats benutzen. Wir lassen uns halt häufiger mal von Gegnern treffen, sogenannte Damage Boosts. Das heißt, dass wir zum Beispiel da auf die Plattform raufkommen. War gerade ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ja, ansonsten Rennen, Springen, sehr präzise. Also so von Techniken kann man da tatsächlich nicht allzu viel erklären. Es ist aber alles sehr, sehr präzise und sehr gut auch schon ausgearbeitet, das Ganze. So, und hier sind wir beim ersten Boss. Und bei diesem Boss wollen wir halt so schnell wie möglich den Angriff meshen. Oben rechts sehen wir halt auch mal die Boss-Energie. Also bei Ninja, das ist unsere eigene Energie. Enemy ist dann halt die gegnerische Energie. Und wer eben darauf geachtet hat, konnte schon sehen, wie schnell die Energie runtergegangen ist. Ansonsten haben wir oben über den Energieanzeigen, über den beiden, haben wir halt die Stage, also 2-1 im Moment. Es gibt insgesamt 6, davon abgesehen. Ja, dann haben wir ganz links unsere Leben, also hinter P02, 2 Leben haben wir aktuell. Darüber ist der Timer, der hoffentlich im Speedrun keine Rolle spielen wird. Wenn der wirklich mal zum Problem wird, dann haben wir im Speedrun sowieso ganz andere Probleme. So, das war jetzt komisches Deutsch, komisch formuliert. Ja, ich mag den Soundtrack von Ninja Gaiden. Ja, das ist richtig gut. Das ja. Ja, ganz oben links sind halt die Punkte, die sind für uns jetzt irrelevant. Und in der Mitte, also so ziemlich in der Mitte zumindest, da ist so ein leeres Kästchen. Und da ist normalerweise die Sub-Weapon drin. Aber ich weiß gar nicht, ob man in der Pacifist-Kategorie die Sub-Weapons oder generell die Kerzenständer in Anführungsstrichen gar nicht aufmachen darf oder ob er es nur einfach nicht macht, weil er die eh nicht braucht. Bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Bei Ninja Gaiden nicht dafür bekannt, so schwer zu sein, dass selbst die Komplettlösung nicht hilft. Ja, war's. Also es gibt so ein paar Stellen, auf sehr berüchtigte Stellen, gehe ich nachher auch gleich noch ein bisschen ein, wenn sie dann kommen. Aber ja, es ist verdammt schwer. Vor allem halt in der Pacifist-Kategorie, weil man, also hier an der Stelle eben hätte man halt durchaus sich das einfacher gestalten können, wenn man den Gegner weggehauen hätte. Der aber logischerweise nicht. Und hier in dieser Kategorie ist dadurch auch das Energiemanagement extrem wichtig. Aber wir sind jetzt erstmal beim nächsten Boss. Ja, und ihr könnt oben auf die Energieleiste achten. Also es geht wirklich verdammt schnell runter alles, wenn man entsprechend Angriff spammt. Ach, nur das von der ersten Xbox. War das auf der ersten Xbox schon Ninja Gaiden Black? Ich glaube ja. Da war das nur Ninja Gaiden. Da gab es ja auch einen 3D-Ninja Gaiden. 2 hat den besten Soundtrack. Ach so, ja. So, ach so, ja, gab Ninja Gaiden 2004 und Ninja Gaiden Black, okay. Hallo, geliebter Onkel. Und wer ist der geliebte Onkel? Frag mich auch gerade. Also ich muss gerade überlegen. Nee, ich bin definitiv kein Onkel, also ich kann nicht gemeint sein. Nee, war doch nicht 3-2, hä? Ja gut, hast vielleicht das Level verwechselt einfach. Kommt vor. Ich meine, im Endeffekt ist auch 3-2 geiler Soundtrack, weil der ganze Soundtrack geil ist. Und gerade hier in
dem Level, beziehungsweise ab jetzt eigentlich ständig, werden wir halt immer wieder irgendwelche Damage Boosts sehen. Und ja, muss halt alles sehr, sehr präzise sein, weil wir im Endeffekt, weil wir natürlich nicht alles an Energie verlieren dürfen, logisch, sonst sind wir ja tot. Aber gleichzeitig wollen wir halt auch das Maximum an Geschwindigkeit rausholen, wodurch wir dann halt auch sehr viele Damage Boosts machen. Also so viele, wie es geht, ohne zu sterben im Zweifelsfall. Und den Neo gab es auch. Ryu Hayabusa als Easter Egg, okay. Veni ist so ein süßer Name. Oh, wer kommt der denn? Einfach das Wortspiel, Veni wie die Ricky. Also Ricky ist eigentlich mein Spitzname und ja, irgendwie ist das mal entstanden. Halt abgeleitet von Veni wie die Vicky, beziehungsweise die meisten kennen es halt als Veni wie die Witchy. Entschuldigung. Aber es wird ja im eigentlichen Latein, im Altlatein wird es ja auch Vicky ausgesprochen am Ende. So, ja, Leiter hochklettern. Da gibt es halt auch so ein paar Techniken, wie wir die Leiter ein bisschen schneller hochkommen. Wir haben ja ganz normale Walljumps in dem Spiel und diese Walljumps können wir im Grunde genauso an Leitern machen und das geht halt schneller, als wenn wir als wenn wir normal hochklettern. Und das sah eben ein bisschen komisch aus, das ist aber vom Spiel tatsächlich so angedacht. Ah, nee, der Soundtrack ist es. Ah, okay. Hier zwei. Was? Ich sage meist, was, Ini wie die Witze, okay, so gut, meinetwegen. Ich weiß nicht, der Soundtrack hat so, keine Ahnung, irgendwas richtig Gutes. Okay, Moment, ich muss mal ein bisschen lauter machen, damit ich genau weiß, welchen du meinst. Ah ja, Tatsache. Ene Minimu. Achso, man kämpft in Yo sogar gegen Jin Hayabusa, okay. So, hier muss er jetzt aufpassen, dass er nicht zu viel Schaden nimmt. Also es gibt so Stellen, da will er Schaden nehmen. Und es gibt Stellen, da hat er jetzt Pech gehabt, da wurde er doch getroffen. Es gibt so ein paar Stellen, da kann man ohne Schaden durchkommen und er versucht halt ohne Schaden, logischerweise. Wenn er da einmal getroffen wird, ist es noch nicht ganz so schlimm, aber darf halt nicht allzu oft passieren. Weil ansonsten an anderen Stellen wieder keinen Damage-Boost machen kann oder gar nicht erst vorbeikommt, ohne Gegner zu töten. Und wie gesagt, Gegner töten in der Kategorie ist verboten. Jo. So, er kommt aktuell gut durch. Also ich habe ja schon ein paar auf den Events gesehen. Aber da ist er selber erleichtert gewesen, weil der Boss ist tatsächlich ziemlich schwierig, vor allem wenn man halt nichts an Sub-Weapons oder so hat. Durch nur seinen Standardangriff. Und da kann der Boss schon mal sehr angsteinflößend sein. So. Hier ist er jetzt auch mal kurz stehen geblieben. Also im Endeffekt ist das ganze Spiel, egal ob man es jetzt als Any Percent spielt oder Pacifist. Das ganze Spiel ist im Endeffekt Muscle Memory. Also man hat die Bewegung irgendwann so sehr drauf, dass man gar nicht mehr nachdenken muss, sondern man macht es quasi automatisch schon. Hier hat man jetzt zum Beispiel einen sehr interessanten Damage Boost gesehen. Wir haben uns von einem Gegner treffen lassen, sind dadurch nach hinten gesteuert worden, aber gleichzeitig noch ein Stück nach oben. Und diese Distanz nach oben hat gereicht, um auf die Plattform über uns zu kommen. Kommt eigentlich auch ein 3D-Ninja-Gaiden die Tage? Ich glaube nicht. Aber ich glaube diesmal nicht. Ne? Kannst du trotzdem mal im Schedule nachschauen? Vielleicht findest du da ja eins. Ich hab halt nicht das gesamte Schedule im Kopf. Aber wenn Ninja-Gaiden Black drin ist, dann hätte Leora das schon gesagt. Das will sie nämlich unbedingt kommentieren wieder, habe ich gehört. So, okay, die Stelle ist tatsächlich auch, also zumindest im Pacifist, ist die auch sehr schwer gewesen. Ne, hat aber auch wunderbar hinbekommen. Okay, hat auch geschafft. Die Stelle ist sogar casual extrem schwer. Also, weil man halt eigentlich links an die Wand ranspringen muss, von dort aus nach rechts springen, aber auf der richtigen Höhe. Und, ja. Halt.
Oder generell ab hier wird das Spiel für Anfänger sowieso nahezu unmöglich. Das ist ein Spiel, das kriegt ja. man, ich meine, man sieht es an der Estimate, wir haben, das war übrigens beabsichtigt jetzt der Tod, damit wir wieder voll Energie haben. Ja, die Estimate beträgt 12 Minuten, das heißt, das ist jetzt nicht allzu lang. Da gehe ich gleich drauf ein, was da passiert ist. Aber an dem Spiel hat man damals ja teilweise jahrelang gesessen. So, und was wir hier gemacht haben, jetzt sogar zweimal insgesamt, wir haben Gegner despawned. Also wenn die Gegner ganz am Rand des Bildschirmes sind und dann aus dem Bildschirm rausrennen, dann despawnen die, sprich, dann verschwinden die einfach. Ja gut, das ist ja allgemein sehr oft bei den alten NES-Games. Genau. Aber wir dürfen halt nicht zu weit aus dem Bildschirm raus, sonst sind wir so weit weg, dass der Gegner dann wieder spawnt, weil die eigentliche Spawn-Position von ihm auch schon aus dem Bild raus ist. Na, da muss man halt genau an der richtigen Stelle stehen. So, das war jetzt auch wieder beabsichtigter Tod, so, weil wir hier beim nächsten Boss gleich sind. So, und nach diesem Kampf wird das Spiel aus einem bestimmten Grund nochmal um einige schwieriger. Und zwar. Weil Endboss. Also Richtung Endboss oder was? Oder? Ja, nee, das deswegen nicht, aber es wird eine Spielmechanik geändert. Bisher war es immer so, dass wir, wenn wir ein Continue benutzen, also ja. Wir haben unendlich Continues, wenn wir ein Continue benutzen, also jede Welt besteht ja immer aus 4 Akten quasi, also ich sag mal 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Wenn wir Continue verwenden, starten wir, bisher zumindest haben wir immer am Anfang von dem entsprechenden Akt gestartet, an dem wir sind. Und ja, hier ist es so, dass wir am Anfang des Gesamtlevels starten, stattdessen. Also wenn wir in 6-3 sterben, starten wir halt wieder bei 6-1. Und das wirklich Schlimme ist der finale Boss. Wenn wir bei dem finalen Boss einfach nur sterben, also nicht mal Game Over gehen, sondern wirklich nur ein Leben verlieren, sind wir wieder am Anfang von 6-1. What? Ja, wir dürfen das ganze Level dann nochmal machen. Ach du Scheiße. Ja. Das ist mies. Richtig. Also im Endeffekt ist es am besten, mit mindestens einem Extra-Leben kurz vorm Boss zu kommen, sich da töten zu lassen, je nachdem, wie die Energie natürlich aussieht. Aber bis zum Boss zu gehen, oder bis kurz vorm Boss zu gehen, sich da töten zu lassen und dann halt den letzten Abschnitt noch mal zu machen, möglichst mit wenig Energieverlust, um dann beim Boss mit möglichst viel Energie zu sein. Und wenn es dann nicht funktioniert, den Boss in insgesamt 3 Phasen zu besiegen, dann darf man den ganzen 6. Abschnitt hier noch mal machen. Das ist hart. Klingt nach Spielspaß. Oh ja, total. Ein bisschen. Da gibt es übrigens hier, das ist die ekelhafteste und berüchtigste Stelle im Spiel. Man kann zum Glück diesen einen Gegner, diesen weißen Gegner auf der einen Plattform, den kann man zum Glück despawnen. Wenn man das nicht weiß, ist es da nahezu unmöglich vorbeizukommen. Es sei denn, man hat eine bestimmte Spezialwaffe, nämlich den Wirbelschlag. Ohne diesen Wirbelschlag kriegt man das so gut wie gar nicht hin. So, jetzt sind wir in Akt 6-3. Und ich denke mal, er wird sich in Akt 6-4 nochmal töten lassen am Anfang. Weil er jetzt ja wirklich sehr, sehr wenig Energie hat. Ich weiß es nicht hundertprozentig, kann sein, dass er das doch so durchzieht. Aber dann kann ein kleiner Fehler wirklich Minuten kosten. Und hi Philipp Tusal, hallöchen. Ist das so gewollt oder ein bekannter Bug? Das mit dem Gegner despawnen ist... ja, gewollt in dem Sinne eigentlich nicht. Es ist aber auch kein wirklicher Bug. Das ist einfach so eine technische Limitierung des NES gewesen. Und das ließ sich teilweise einfach nicht anders bewerkstelligen. Okay. Ah, okay, da ist er jetzt ein kleines Risiko gerade eingegangen. Und es hat sich leider nicht aufgefallen. Ja, ja. Das ist echt nicht allzu einfach so. Das wollte ich sagen. Aber wie präzise er da teilweise auch durchkommt, das ist Wahnsinn. Das ist echt übel. Eben. Er muss sich jetzt hier so von dem Messer treffen lassen, dass er auf die obere Plattform kommt. Ja, jetzt hat er es auch geschafft. Und das sind eigentlich relativ einfache Stellen hier, wenn man halt nicht Pacifist spielt. So, jetzt hat er es aber. Aber die Gegner machen immer einen Schaden, oder?
Nicht immer, nicht immer unbedingt. Also es kommt halt auf den Gegner an. Aber jeder einzelne Treffer ist an sich nicht so hart oder nicht so schlimm. Aber wir haben halt eine ganze Menge Stellen, an denen wir getroffen werden können. So, finaler Boss. Also zum Glück wird unsere Energie nochmal komplett aufgefüllt. Stimmt, daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ist dann natürlich Blödsinn gewesen. Aber ja. Unsere Energie wird komplett aufgefüllt, aber dafür kämpfen wir auch gegen einen Boss in drei verschiedenen Phasen. Das ist auch nicht wirklich angenehm. War bei Teil 2 genau dasselbe? Ich weiß es nicht hundertprozentig, wie das da gewesen ist, aber vom Schwierigkeitsgrad her ist Teil 2 genauso schwer. Und Teil 3, also Ninja Gaiden 3, gilt sogar als das Schwerste, obwohl es vom Aufbau her nicht ganz so schwer ist, aber da hat man nur begrenzte Continues. Das hat es halt sehr schwer. Gut. So, hier gibt es einen kleinen, mehr oder weniger Clip, den wir machen können. Ich weiß nicht, ob er das jetzt macht. Und zwar sollte man jetzt eigentlich erst den Schwanz besiegen da unten und dann halt den Bauch angreifen. Es geht aber auch so. Und es hat funktioniert. Übel zu sehen, wie schnell der mescht, ne? Oh ja. Das ist wirklich absolut abartig. Ja, aber sehr schön gemacht. Ich glaube, ein Tod war dabei, der nicht gewollt gewesen ist. Und aber ich sehe gerade 20. Ach nee, Batman war 12 Minuten. Das war ja tatsächlich 20 Minuten Estimate. Geplant. Habe ich jetzt beide verwechselt, Entschuldigung. Hallo, Steph. Hallo. Genau. Hi. Wir haben noch Ghost and Ghouls in 20 vor 8 noch. Ach, hello. Ich habe das Gefühl, Exo guckt jetzt nach langer Zeit das erste Mal wieder richtig durch Schedule und sieht, dass er sich überall eingetragen hat. Nee, das nicht. Eigentlich habe ich Exo da überall heimlich eingetragen, er wusste gar nichts davon. Ja, ist richtig. Nein.